einen wunderschönen guten Tag hier aus Kamp-Lintfort. Wir machen heute ein kurzes Video, weil wir haben heute ein Auto fertig gemacht und eigentlich wollte der Kunde das Auto morgen abholen und er ist heute gekommen. Und leider deswegen könnten wir nicht so aufwendig das Video machen, deswegen machen wir es ganz schnell, kurz und knapp. Kommt. Bitte? Lauf dabei. Nein, um Gottes Willen. Leute, guckt hier. Euch jetzt diesen Hund und diese Frau an. Ja, so ist das. Was? Kannst du ruhig sprechen? Habe ich jetzt das Video gecrasht? Ja, du bist jetzt im Fernsehen, guck mal. Bei mir auf dem YouTube-Channel. Das ist die Cosi übrigens. Die sieht man bei uns im Shop. Ja? Ja, mit einem T-Shirt. Nur zur Info. Wir haben einen Mercedes GTS umgebaut. Und das ist das Ergebnis. Wir haben bei dem Auto die Pedalreihe eingebaut. Der müsste nun einen Ticken tiefer, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, aber ist natürlich ein Nachteil bei Parkhäusern etc. Wenn man in einer Großstadt wohnt, wo auch der Kunde kommt, ist es ein kleiner Nachteil. Deswegen lassen wir das Auto lieber so, bevor es nachher Stress gibt. Ich finde, es ist ziemlich gut geworden. Silber hätte ich selber, glaube ich, nicht gekauft. Ja? Mhm. Wo das Auto zu uns kam, habe ich gesagt, nee, Silber gefällt mir überhaupt nicht. Aber jetzt nach dem Umbau finde ich das Auto echt geil. Wir haben die Frontrahmen hier eingebaut, die Cupwings. Frontverbreiterung haben wir hier eingebaut, die schönen PD3-Räder. Hier diese Kotflügelrahmen. Und was Besonderes bei dem als bei den anderen, oder? Dass es nämlich mit lackiert ist, oder nicht? Ja, es ist, ja, der Sascha hat das gut erkannt. Normalerweise bauen wir das auch so ein. Ja? Mhm. Bei unserem Hyundai haben wir es nicht gemacht. Ja? Aber so ist das natürlich viel, viel schöner, wenn das verbunden ist. Ja? Das hat mehrere Gründe, warum wir das gemacht haben. A, ich wollte es zeigen, dass es auch ohne geht. Dass die wirkliche Passgenauigkeit gut ist. Und B, wir haben so einen Druck von euch bekommen bei dem i30N, dass wir das schnell einbauen mussten und so weiter. Deswegen haben wir es nicht ganz Auto lackiert, weil Vor- und Nachteile. Wir haben bei dem i30N nur das Teil, die Verbreiterung lackiert und Kostüme nicht. Ist natürlich ein Kostenfaktor auch. Ne? Mhm. Hier zum Beispiel hinten, vorne ist halt so schlimm, aber hinten muss man zum Beispiel bei Silber die ganze Seite lackieren. Ja? Kostenfaktor sehr hoch, der Seitenschweller. Heckverbreiterung. Ja? Dann haben wir 4 von solchen Kappen hinten an der Stoßstange. Ja. Den kleinen Monster-Diffusor. Also Riesenteil. Sieht echt gut aus. Ja? Die Endrolle müssten wir noch in schwarz machen. Oder hätte ich gemacht. Ein Heckspoiler. So sieht's aus. Ich würde vorschlagen, Sascha macht ein kurzes Carbon und